Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Pokémon Colosseum. Heute nicht mit Part 30, sondern mit Part 31 hier auf Red Second TV. Denn das letzte Mal gab es hier in Orkus das Colosseum und ja, die Kämpfe haben so lange gedauert, dass ich entschieden habe, dass wir zwei Parts draus machen. Deswegen gab es jetzt das letzte Mal schon Part 29 und 30 und heute geht es jetzt weiter mit Part 31 und da machen wir jetzt die Story weiter. Und die geht, ja, nicht hier in Orkus weiter, sondern in dem geheimen Labor. Pokémon sind fit. Kennt ihr unser Team jetzt schon mittlerweile, ja, alle sind befreit hier, die im Team sind. Und, ja, müssen wir eigentlich nur noch trainieren. Zwei Legendäre sind dabei, das ist Entei und Suicune. Und die sind eigentlich ganz ordentlich. Ja, müssen wir nur trainieren, dann wird das schon. Wir verlassen die Stadt und fahren nach... Hierher. Krypto-Pokémon-Labor. Das ist unser Ziel. Jawohl. Und dann gehen wir auch rein. Indem wir hier das Schloss einsetzen. Tür ist befreit. Gehen wir rein. Schauen wir mal, was hier drin noch so ist. Hier ist eine Pokémon-Box. Zwei Hyperheiler kann man immer gut gebrauchen. Und sonst, glaube ich, ist ja nichts mehr, was wir so brauchen könnten. Nein, jetzt ist die Frage, gehen wir es jetzt da rein oder es ist da rein? Die Tür ist schon mal verschlossen. Dann gehen wir halt da rein. Jawohl. Schauen wir mal alles durch. Aha, jetzt ist die Tür auch offen. Geil. Muss man auch erstmal drauf kommen. Was ist das hier? Nichts, gut. Ja, haben wir wohl nicht. Das heißt, wir können hier schon mal nicht rein. Dann gehen wir halt mal in die andere Tür rein. Hier ist schon mal so ein Pokémon-Lagersystem. Und sonst müssen wir uns, denke ich mal, hier durchschlingeln. Irgendwie. Ist sehr logisch gebaut. Ja, es ist immer dasselbe, die Drecksarbeit bleibt immer an mir hängen. Dabei habe ich wirklich noch genug anderes zu tun, wenn wir das Labor räumen. Was, warum, wie, wer seid ihr? Ihr wirkt verdächtig, ich wette, ihr seid Eindringlinge. Oh, wieso will denn ihr jetzt schon wieder kämpfen, ey? Forscher Leborn. Jetzt Voltoball und Voltoball ein. Und wir mit Entei und Suicune. Ja, Pokémon sind jetzt nicht so der Renner von denen. Wir probieren es mit Feuersturm und Server. Voltoball Nummer 1 ist besiegt. Und dann hat er nur noch Voltoball. Bitte nicht paralysiert, bitte. Jawohl. Und Voltoball Nummer 2 ist ebenfalls besiegt. Damit haben wir den Kampf gewonnen. Locker flockig. Mal kurz hier nebenbei. €1.500 Gewinner. Oder Geld, Euro ist es ja nicht. Grö, das wird euch noch leid tun. Ja, da bin ich mir sicher. Ach, da hat er was verloren. Nämlich die Schlüsselkarte. Jawohl, da haben wir sie ja. Damit können wir in das Labor gehen. Schauen wir mal noch hier runter. Ja,
Hier ist das gesprengte, der gesprengte Teil. Hier ist noch eine Pokémon-Box. Da ist bestimmt was drin, nämlich 3x Elixier. Kann man auch gebrauchen. Soweit kommen wir hier nicht weiter, deswegen gehen wir zurück. Ah, hier ist eine Pokémon-Box. Ich wusste es, dass hier noch eine ist. Nämlich 3x AP Plus, das ist ja geil. AP Plus ist ja dafür da, dass man dass die Attacken mehr. Ja, dass man die Attacken öfters mal einsetzen kann. Und ja, schauen wir hier rein. Da geht's weiter. Mit der Schlüsselkarten. Es ist die. Jetzt sind wir auch schon drin. Und es geht rein ins Labor. Oder runter ins Labor. Denk mal, dass wir gleich kämpfen müssen. Ja gut. Ich habe keinen Plan, wie wir gehen müssen. Das ist auf jeden Fall ein Kryptoknecht, nämlich Gakko. Und der kämpft jetzt gegen uns mit Griffel und Formio. Mega hammerschwere Pokémon. Und Griffel ist das Krypto-Pokémon, was wir allerdings nicht brauchen können. Das ist Griffel, hallo. Suicune wird es jetzt zu Ende bringen mit Aurora Strahl. Jawohl, Griffe besiegt. Er hat aber noch eins, das ist nämlich Remoraid. Können wir auch besiegen, bestimmt. Ja gut, Feuerattacken sind geschwächt, das heißt, wir setzen Stampfer ein. Und nochmal Aurora Strahl. Stampfer bringt schon mal gar nichts. Und das genauso wenig, ja toll. Was ist denn das für ein Scheiß? Hallo? Hallo? mein Ente! Ja toll, ist das Ente besiegt. Auf Wiedersehen, liebes Ente. Wir setzen Psyana ein. Unser stärkstes Pokémon. Nee, okay, nicht mehr lang. Denn Suicune ist kurz davor, es zu überholen. Wie machen wir es? Es bringt genauso wenig. Aurora Strahl auf. Remoraid bringt nichts. Sag ich euch jetzt schon. Aber das bringt was, Formio ist besiegt. Er setzt noch eins ein, nämlich V-Senior. Da könnte Aurora Strahl jetzt was bringen. Remoraid ebenfalls besiegt, damit bleibt nur noch V-Senior.
Und Visenya hält das erstmal noch aus. Ist jetzt Flammenwurf ein, auf welches Pokémon denn? Ja, natürlich Psyana. Okay, bringt jetzt nicht so viel, deswegen halb so schlimm. Müsste reichen für Visenya. Schauen wir mal. Jawohl. Visenya besiegt, wir haben den Kampf gewonnen. Psyana Level 43. Und damit haben wir gegen Kryptoknecht Gakko gewonnen. Fahren wir mal hoch. Oder runter. Was hier ist, wird mich mal interessieren. Ich wette mit euch, der will kämpfen. Im Labor müsst ihr Laborkittel tragen. Das ist Vorschrift. Euch habe ich hier noch nie gesehen. Seid ihr etwa Eindringlinge? Ja, war klar. Kämpfen tun sie schon alle gern. Elektroball und Magnetilo werden von Forscher Perim eingesetzt. Und ja, wir mit Suicune und Psyana. Ich setze den Server und Psystrahl ein. Elektroball müsste mit Server besiegt sein. Ah, okay, jetzt vielleicht nicht mehr. Denn der Scheißding setzt Finale ein. Damit ist es natürlich besiegt und er hat noch ein Magneton. Wir jetzt erstmal Server. Schauen wir mal, was das bringt. Ganz schön viel, der Magnetilo ist besiegt. Und dann müsste Magneton auch gleich weg sein. Nämlich genau jetzt. Ihr kommt viel zu spät, hier findet ihr gar nichts mehr. Du bist aus Redzeck, man hört, du bist der Störfaktor in unserem Projekt. Oh, wieso wollt ihr denn alle kämpfen, ey? Forscher Daroli setzt Elektroball und Magneton ein. Mir kann's recht sein, aber leider gehen die Pokémon langsam ein bisschen... gehen ein bisschen Pust aus. Psyana ist schon im Roten. Das ist natürlich ungünstig. Wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Ja gut, das war mal ein Mogelbaum.
Ich mache mir gerade ein bisschen Sorgen um mein Pokémon. Ich habe mir noch zwei jetzt, also jetzt nur noch eins in der Hand. Das stresst mich jetzt gerade ein bisschen. Elektroball ist besiegt. Und ja gut, der hat noch ein paar, glaube ich. Pinte bringt schon mal nichts gegen Elektro-Pokémon. Diesmal muss Psyana dran glauben, Psyana ist besiegt. Damit haben wir nur noch unsere zwei schwächsten Pokémon auf dem Feld. Mit Impagator und Machtara. Das wird eine ganz, ganz schwere Herausforderung. Also schon aus dem einen Grund, weil Impagator ein Wasser-Pokémon ist. Die brauchen nur einmal Donner einsetzen und das ist erledigt. Ja, was sage ich? Einmal Donner und es ist erledigt. Und genau das ist der Fall. Diesen Kampf verlieren wir gnadenlos. Das war's. Donner und es ist vorbei. Gott sei Dank. Ich habe keinen Beleber mehr. Ich habe vieles, aber keinen Beleber. Es bringt halt einfach aus dem Grund nichts, weil beide jetzt wieder Donner einsetzen, dann ist es eher erledigt. Zieht fast die Hälfte ab. Jetzt kommt das andere noch mit Donner und dann ist... Okay. Und damit ist Nachtara geschlagen. Ach, das ist ein Dusel, ey, unglaublich. Leute, ich lasse es jetzt frecken. Es bringt nichts. Es bringt einfach nichts. Es wird besiegt. Und ich verschwende jetzt nicht auch noch mein Dings, meine Tränke für den Scheiß. Damit haben wir den ersten Kampf verloren. In diesem Let's Play. Und wir sind im Pokémon Center. Jawohl. Und ja, hier beenden wir jetzt erstmal den Part auch. Wir sind in Fennac. Ich bin jetzt noch kurz einkaufen gehen. Alter, die haben keine gescheiten Tränke. Wieso nicht? Ja gut, egal. Wir beenden den Part hier und jetzt. Und ja, schaltet einfach das nächste Mal wieder ein. Dann geht's weiter mit in Part Nummer 32 ist es dann. Geht's dann weiter mit mit dem Labor, kämpfen nochmal, diesmal mit frischen Pokémon und mit ein paar Tränken dabei und so, dann schaffen wir das schon.
Bis dahin, ich sage danke fürs Zuschauen und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao.